So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mir ist leider eine kleine Misere passiert. Und zwar hat OBS irgendwie nicht aufgezeichnet. Ich habe im Prinzip jetzt zwei Folgen, also über eine Stunde jetzt nochmal gespielt. Und OBS hat aber nichts aufgezeichnet von dem. Deshalb, ja, gibt es halt leider Gottes, jetzt gab es jetzt am Donnerstag kein Video und jetzt heute am Samstag gibt es auch nur ja, dieses Infovideo ganz kurz, was hier, was ich gemacht habe sozusagen, was ihr jetzt im Offscreen aufgrund der kaputten Aufnahme leider nicht sehen konntet. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar, hier unten ist dieses, habe ich das Gehege, hier unten habe ich eins angesetzt. Also das hier oben kanntet ihr ja noch, hier mit Hauptgehege und dergleichen. Ja, das machen wir jetzt alles mal nicht. Hier unten habe ich halt das Gehege angesetzt. Und zwar habe ich jetzt hier diesen Brachiosaurus. Diesen großen Kumpel hier. Der sehr, sehr beeindruckend ist. Den habe ich jetzt zum Beispiel einmal da und habe mit ihm auch richtig zu kämpfen, was hier Graslandschaft und Wald angeht. Irgendwie hat das immer damit zu tun, wo der sich anscheinend gerade bewegt. Hier ist anscheinend ein Gebiet, wo das gut ist, also wo genug Grasland und genug Wald ist. Wenn er irgendwie weiter vorne ist, hat er das Problem wieder. Naja, gut, er steigt auf jeden Fall. So, der ist neu. So, dann ist hier ebenfalls neu. Ihn hier. Ihn kennt ihr auch noch nicht. Er ist auch neu. Ja, das ist ein Torosaurus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Triceratops. Hat aber hier vorne so eine Augen mit dran. Der braucht auf jeden Fall sozial. Da schauen wir nochmal ganz schnell nach. Ich glaube, der ist hier gerade fertig geworden. Genau. Dann jagen wir den jetzt hier mal mit rein. So, da ist der zweite Boy von ihm. Alles klar. So, sozial. Ja, perfekt. Reicht. Zwei erreichen. Damit ist die Geborgenheit da und alles andere ist super. Okay, das freut mich. So, mit dem hier muss ich mal ein bisschen aufpassen. So, den Hyanogosaurus habe ich jetzt hier drüben mit drin. In diesem Gehege. Weil der mir gestorben ist. Also hier in diesem Gehege hier drüben sind jetzt einige gestorben. Also an Altersschwäche. Die waren halt einfach zu alt. Deshalb sind sie halt leider verstorben. Wir sind im Prinzip alle neu. Hier haben wir zum Beispiel einen neuen Brutus. Dann haben wir hier eine Bertha. Finden sich Expeditionen. Alles gut. Sie dasselbe für die Sicherheit. Die beiden Dracorexe sind auf jeden Fall auch neu. Auch hier die Styro habe ich neu. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. So, ansonsten seht ihr, sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren. Ja, hör auf zu quatschen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. Ja. Okay, danke. So, dann habe ich hier oben eine Bahn gebaut, eine schnell, eine Einschienenbahn, was ihr ja auch hier schon am Anfang seht. Die habe ich jetzt hier einmal rumgezogen. So, hier in der Mitte hat sich nämlich auch eine ganze Menge verändert. Ich habe jetzt eigentlich alle Shops erstmal gebaut, die irgendwie möglich sind. Ich habe hier hinten noch ein Hotel hingesetzt. Ansonsten hat sich hier erstmal soweit erstmal nichts verändert. Und zwar hier oben ist dann natürlich die Bahn, geht dann weiter bis nach hier oben, geht hier ran. Und hier ist auch erstmal soweit alles gleich, außer dass jetzt noch einer dazugekommen sind. Ja, das sind jetzt vier hier, die Kumpels. Wir haben jetzt halt Tick, Trick, Track und Trixie. So, und hier haben wir Karl, der Zweite. Karl ist wieder da. Ja, wir haben jetzt auch wieder Karl. So, das habe ich im Prinzip mehr oder minder in der letzten Stunde eigentlich gemacht. Was jetzt für euch halt nur ein kurzes Infovideo ist. Eigentlich der Plan ist, hier oben sind die ganzen Kraftwerke. Genau, da habe ich auch noch neue gebaut. Der Plan sagt jetzt eigentlich folgendermaßen aus. Und zwar, ich möchte halt gerne hier hinten weiterbauen. Ja, also hier unten ist ja noch das Gebiet, was ich noch, das hier kann ich ja noch komplett bebauen. So, und hier hätte ich halt gerne Fleischfresser und Pflanzenfresser, vielleicht sogar ein Gehege, wo ich vielleicht ein bisschen Krieg führen lasse. Müssen wir mal gucken, weil ich habe nachgelesen, man braucht im Prinzip, am besten ist im Prinzip die Sternebewertung.
Die muss irgendwie auf 5 sein, beziehungsweise hier unten, die Kumpels müssen irgendwie hochgetrieben werden, damit bestimmte Sachen einfach freigeschaltet werden. Genau, wird mit einer Inselbewertung von 3, das hat das einfacher ausgesehen, Isla als es Pena wird das eigentlich war. freigeschaltet, wird mit einer Inselbewertung von 5 freigeschaltet. Das heißt, ich versuche hier auf dieser Insel mal eine 5 irgendwie hinzukriegen. Es kann sein, dass ich dann halt auch wechseln muss. Jawohl, wieder T-Rex. Oh, der ist jetzt, glaube ich, schon fast lebensfähig dann mal. T-Rex, lebensfähig. Könnte jetzt demnächst bald sein, dass wir den T-Rex lebensfähig kriegen. Das wäre jetzt natürlich mega nice. Wir gucken mal schnell. Er ist es. Oh, er ist es. Er ist es. Okay. Also morgen am Sonntag könnt ihr euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass dieser Kumpel dann nachher erscheinen wird. Aber sowas von. Die Wutterstationen müssen aufgeführt werden. Ja, ich fülle die Wutterstationen auf. Okay, wo müssen die denn aufgeführt werden? Hier oben wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal schnell. Ranger-Team. Ranger-Team, Auftrag, Aufgabe hinzufügen. Ja, hier unten da Nachschub ist ist leer. unterwegs. Dann macht auch da und da bitte. Bestätige Aufgabe. Genau, so, dann haben wir das erstmal. Ja, dann, das war es jetzt eigentlich so in knapp 5 Minuten oder ein bisschen mehr, wo ich euch mal erzählt habe, was wir eigentlich in einer Stunde zuvor gemacht haben, aber die Aufnahme von OBS hat irgendwie gestreikt, was natürlich ziemlich blöd ist. Aber naja, gut. Na gut, ich kann es nicht ändern, tut mir leid. Und ich hoffe aber, dass wir uns dann morgen wiedersehen, auf dem Sonntag. Und dann geht es um den T-Rex. Der, ich will unbedingt den T-Rex haben. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich den, weiß ich nicht. Aber hier mit drin sitzen? Ah, ich weiß nicht, der frisst das ja alles auf hier. Aber vielleicht verträgt er sich mit dem großen Kumpel hier. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und euch noch einen angenehmen Samstag. Macht's gut. Bye bye.